Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das Thema der heutigen Sendung ist eigentlich ein, ja, fast hätte ich gesagt, archäologisches Thema, also ein astroarchäologisches Thema, nämlich die Frage, wie war das Sein im Universum, als es so eine Milliarde Jahre alt war? Das wird uns heute beschäftigen und Sie werden sehen, das ist ein außerordentlich interessantes Thema, weil das ist das, was uns Astronomen wirklich umtreibt. Wie ist die Geschichte des Lichts im Universum? Mit anderen Worten, das Thema heute ist, verblasst das Universum? Wird es immer blasser oder sah das schon immer so aus? Und wir haben seit Neuestem einige Hinweise darüber, wie es früher gewesen sein muss. Und früher war ja alles besser. Und die Kreide war früher auch größer. Naja, zum Zeiten des Sparens reden wir über ein Universum, das in gewisser Weise seine Möglichkeiten bis zu den allertollsten Grenzen ausnutzt. Ja, womit fangen wir eigentlich an? Ich erkläre Ihnen mal kurz, wie das Universum früher aussah. Ein Hammer. Wenn wir jetzt früher, also früher heißt vor so 12 Milliarden Jahren, wenn wir früher an den Himmel geguckt hätten, also wenn es uns schon gegeben hätte, was übrigens eine interessante Frage ist, wäre es überhaupt möglich, dass vor 12 Milliarden Jahren, also eine Milliarde Jahre nach dem Urknall, es schon Beobachter hätte geben können? Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Alpha Centauri Sendung. Also nehmen wir mal an, wir wären also vor 12 Milliarden Jahren im Universum und gucken uns den Himmel an. Sie machen sich keine Vorstellung. Ungeheuerlich. Irre. Was da passierte, muss ungefähr so ausgesehen haben. Galaxien, die miteinander verschmolzen sind. Gas ist eingeströmt in Galaxienkerne. Sterne sind entstanden, nicht nur einer oder Tausende, sondern Hunderttausende, aber Millionen. Das Licht am Himmel muss unglaublich gleißend gewesen sein, weil es eben sehr, sehr viele Sterne gab, die auf einmal entstanden sind. An allen Ecken und Enden strömte Gas in die Galaxien rein, Galaxien strömten in Galaxien rein, große Sterne, wie Sie ja wissen, ich brauche nicht mehr darüber zu reden, ich sage es trotzdem noch mal ganz kurz, große Sterne sind ja solche, die eben extrem kurz leben. Diese Fusionsreaktoren sind ja nach relativ kurzer Zeit ausgebrannt, haben ihren Wasserstoff zu Helium verbrannt, ihr Helium zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter verbrannt, bis hin zu Eisen, wo sie dann irgendwann werden sie explodieren. Gewaltige Supernova-Explosionen müssen sich am Himmel gezeigt haben, an allen Ecken und Enden. Sterne, die also explodiert sind, ihre schweren Elemente ans Universum zurückgegeben haben. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Galaxie vor sich, so eine kleine Galaxie, nicht so groß wie unsere Milchstraße heute. Heute hat unsere Milchstraße eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren. Früher diese kleinen Galaxien, die waren vielleicht so 10.000 Lichtjahre im Durchmesser. Und auf einmal entstanden zigtausende von Sternen. Und unter diesen zigtausenden von Sternen waren sehr viele dabei, die so kurz nur gelebt haben, dass sie in 0, nix, also astronomisch gesprochen, jetzt nicht nach menschlichen Maßstäben, aber astronomisch gesprochen, explodiert sind. Eine kleine Galaxie hat ein kleines Gravitationspotenzial. Das heißt, diese Galaxie ist gewissermaßen inkontinent. Sie kann nichts halten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn diese Sterne explodieren und das ganze Material rausschießen und einen galaktischen Superwind erzeugen. Das heißt, auf einmal schießt das Gas, das prozessierte Gas aus den Galaxien raus. Ich meine, ich bin Plasmaphysiker. Ja? Also ich beschäftige mich mit heißem Gas. Nicht mit heißer Luft, nur mit heißem Gas. Ja? Das muss ein Anblick gewesen sein für die Götter. Im frühen Universum, also kurz nach, also wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, kurz nachdem, sagen wir mal so 200 Millionen Jahre nach dem Beginn von allem, ja, entstanden die ersten großen Sterne. Ungefähr eine Milliarde Jahre nach dem Urknall war die Sternentstehung in vollstem Gange. Und das muss so gewesen sein. Man muss sich das mal vorstellen. Eine Milliarde Jahre nach dem Urknall hatten sich endlich die ersten kleineren Galaxien gebildet, also Zwerggalaxien. Und die waren blau. Ja? Unglaublich viele Zwerggalaxien müssen damals existiert haben. Und jede dieser Zwerge war ein Sternentstehungsmonster. Ja? Weil, warum? Weil Gas eingeflossen ist. Diese Zwerggalaxien bestanden im Wesentlichen am Anfang aus Gas. Und dieses Gas wurde in Sterne transformiert. Jetzt fragt man sich natürlich, wo sind denn heute die ganzen Zwerggalaxien hin? Ich meine, wir gucken raus an den Himmel, gut, wir sehen Sterne, aber wenn wir am Südhimmel wären, also unterhalb des Äquators, wird man schon mal die Magellanischen Wolken sehen, zwei Begleitergalaxien der Milchstraße. Da ist aber jetzt momentan auch nicht so viel los, sternentstehungsmäßig. Gut, in der großen Magellanischen Wolke gibt es ein bisschen Sternentstehung, aber ansonsten ist da draußen ziemlich wenig los. Was da passiert? Wo ist das ganze Zeug hin? Naja, ist ja klar. Ja, wenn man einmal aus einer Gaswolke Sterne gemacht hat, dann ist das in gewisser Weise erstmal verbraucht, das Gas, das ist weg. Und in diesen Frühzeiten allerdings muss es unglaublich viel Gas gegeben haben, ansonsten hätten sich die Galaxien ja gar nicht gebildet, aus denen zum Beispiel wie die Milchstraße heute, die Milchstraße hat heute 100 Milliarden Sterne. Ja?
Wo sind die hergekommen? Viele von denen sind ja ziemlich alt. Unsere Sonne, wissen Sie ja, 4,5 Milliarden Jahre, ist ja eher ein Stern, sagen wir mal, ein, ich will nicht sagen ein junger Wilder, aber ist ein Stern, der also so in der Mittelphase der Lebensgeschichte unserer Milchstraße entstanden ist. Aber wie war es am Anfang? Wie war es da? Nun, am Anfang stehen wir vor einem Rätsel. Nämlich, es war wahnsinnig hell. Es sind also sehr, sehr viele Sterne entstanden. Unglaublich viel. Das musste auch so sein. Wie gesagt, denn wir sehen ja heutzutage im intergalaktischen Medium die schweren Elemente da rumfliegen. Die müssen irgendwie da hingekommen sein. Es muss also eine Frühphase gegeben haben mit extrem hoher Sternentstehung. Diese Sternentstehung hat ein Riesenproblem für uns. Stellen Sie sich mal, machen wir mal ganz einfach. Wir haben eine Gaswolke. Und diese Gaswolke hat so viel Gewicht, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfällt. In dieser Gaswolke entstehen viele Sterne. Nicht nur einer, sondern viele. Das sind kleine dabei und große. Und die großen, die explodieren ja nach relativ kurzer Zeit. Was macht es jetzt, wenn in der Nähe einer solchen Gaswolke ein Stern explodiert? Nun, dieser Stern schickt Impuls in die Gaswolke zurück. Und das ist genau das Problem. Eine Gaswolke, die Impuls bekommt, die hat eigentlich in gewisser Weise mehr Energie und sollte dann nicht weiter zusammenfallen. Wie kann es also sein, dass so wahnsinnig viele Sterne auf einmal entstanden sind, ja? Also auf einmal heißt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, ohne dass sie die nachfolgende Sternentstehung in dieser Gaswolke unterdrückt haben. Denn wie gesagt, durch die Explosion sollte eigentlich so viel Impuls in die Gaswolke geschickt worden sein, dass diese Dinger nicht mehr weiter kollabieren. Das ist problematisch. Und es muss daran liegen, dass das Gas überwältigend viel war. Früher muss es so viel mehr Gas gegeben haben als heute. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel sagen. In der Milchstraße heutzutage sind nur 10% der Masse in Gas und 90% der Masse in Sterne. Das heißt mit anderen Worten, früher, als es 100% Gas gab, ja, früher fing es an, diese riesige Transformationsmaschine, dass systematisch Sterne und Sterne gemacht worden sind und damit natürlich das Gasreservoir systematisch entleert worden ist. Die Zwerggalaxien, aus denen letztlich die ganzen Galaxien aufgebaut wurden, die haben in relativ kurzer Zeit, in einem relativ kleinen Niveau, Volumen, ja, haben die Sternentstehung gehabt und dann sind sie zu Galaxien zusammengefallen. Das muss ein Himmel gewesen sein früher, überirdisch. Das heißt, früher war es hell, sehr viel heller als heute. Klar, früher war das Universum ja auch kleiner, ja, und es war eben an allen Ecken und Enden gegen Lichter an. Und relativ viele von diesen Lichtern verschwanden nach relativ kurzer Zeit wieder in gewaltigen Explosionen. Das habe ich ja schon erzählt. Ne? Das heißt, das Universum, das muss ich leider sagen, ist wirklich am Verblassen. Früher war es so ungeheuerlich hell. Es muss für Astronomen muss es ein Himmel gewesen sein, voller Sterne, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist da passiert? Wenn wir uns also heute mal angucken, wenn wir so die Überreste sehen, quasi, was ist los? Da haben wir die elliptischen Galaxien, riesengroße Kugeln. Die rotieren kaum, obwohl sie rund sind. Ne? Die rotieren kaum, das ist eine ganz langsame Bewegung, aber die einzelnen Sterne in den elliptischen Galaxien bewegen sich mit außerordentlich hoher Geschwindigkeit. Was ist da passiert? Nun, elliptische Galaxien stehen häufig, nicht immer, aber häufig, im Zentrum von Galaxienhaufen, haben also viele Galaxien verschluckt. Und dieser Verschluckungsprozess, also dieser Schluckprozess, muss dazu geführt haben, dass Gas mit einer unglaublich hohen Effizienz in Sterne umgewandelt ist. Denn elliptische Galaxien haben so gut wie überhaupt kein Gas mehr heutzutage. Das ganze Gas, was Ellipsen mal hatten, steckt entweder in den Sternen, ja, das sind nämlich sehr alte Sterne in elliptischen Galaxien, oder die elliptischen Galaxien sind umgeben von röntgenstrahlendem Gas, also sehr heißem Gas, das aber schwere Elemente enthält. Also in elliptischen Galaxien gibt es keine Sternentstehung mehr, das ist vorbei. Die hatten ihre Party schon. Nun, in den Spiralgalaxien ist es ein bisschen anders. In Spiralgalaxien ist es so, bei denen kocht sozusagen das noch ein bisschen nach. Ich hatte ja schon gesagt, die Milchstraße hat also heute immer noch 10% an Gasmasse übrig. Und dieses Gas, wie wir sagen, advektiert so ganz langsam in die Milchstraße rein, ganz gemütlich, wird in den Spiralarmen teilweise zu Sternen umgewandelt. Das heißt, die Spiralgalaxien werden die allerletzten sein, die langsam in diesem Universum verblassen. Früher, wie gesagt, muss es wahnsinnig viele Zwerggalaxien gegeben haben. Viele davon, die meisten, würde ich sagen, sind längst zu anderen Galaxien geworden. Sie wissen ja, früher war es ja kleiner, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das heißt, viele dieser kleinen Galaxien haben sich zu großen Galaxien zusammengebaut. Da gibt es zum Beispiel Vermutungen, dass in dem Volumen, in dem heute Andromeda, also unsere Nachbargalaxie und die Milchstraße waren, früher möglicherweise zwischen 2000 und 6000 Zwerggalaxien gewesen sind. Noch heute werden teilweise immer noch mal Zwerggalaxien gefunden, aber die übrig geblieben sind, können sich natürlich vorstellen, die sind ja völlig verblasst. Ja? Wo soll es denn auch herkommen? Eine Zwerggalaxie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie klein ist. Warum ist eine Zwerggalaxie so klein? Weil ihr Gravitationspotenzial so flach ist.
Also da konnte nicht viel Gas reinfallen. Und wenn mal was reingefallen ist, dann hat es ein bisschen Sternentstehung gegeben. Die Sterne haben angefangen, ja, haben gelebt. Einige davon sind explodiert. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so ein schwaches, flaches Potenzial haben, flachen Potenzialtopf haben, da reichen ein paar Sternexplosionen aus. Und das ganze Gas, was noch übrig geblieben ist, hat die Galaxie längst wieder verlassen. Also Zwerggalaxien waren diejenigen, die, wenn sie nicht verschluckt worden sind, die allerersten waren, die im Universum verblassten. Da gab es überhaupt nichts los. Ja. Jetzt muss es aber einen Prozess gegeben haben, der macht uns Astrophysikern also doch durchaus Probleme. Und das hat zu tun mit großen, schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien. Wir beobachten immer häufiger, also ich würde mal fast sagen, ich will jetzt keine Wette machen. Ich weiß, dann schreibt mir wieder jemand, um Gottes Willen. Aber ich würde mal sagen, fast jede Galaxie hat im Zentrum ein schwarzes Loch. Jetzt nicht so ein schwarzes Loch, wie man es zum Beispiel bekommt, wenn ein Stern in sich zusammenfällt. Ne? Typischerweise so ein stellares schwarzes Loch. Gott, das hat so ein paar Sonnenmassen. Nee, die schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die haben eine Million bis zu einigen Milliarden Sonnenmassen. Jetzt ist die Frage, wie sind die Dinge entstanden in der Mitte? Wie kann das passieren? Denn anfangen kann ich nicht mit dem Loch, was ein paar Sonnenmassen hat, und dann kommt also so systematisch ein Sonnenmäßchen nach dem anderen dazu. Nee, das kann nicht sein. Das hätte viel zu lange gedauert. Sondern diese schwarzen Löcher zeigen uns, dass in dem Zentrum von Galaxien früher sich etwas abgespielt haben muss, was wir heute im Prinzip an elliptischen Galaxien erkennen können, nämlich eine hohe Dichte von Sternen. Ja? Eine hohe Dichte heißt einfach viele Sterne in einem Volumen drin. Und diese Sterne haben sich gegenseitig so stark beeinflusst, dass sie entweder, wenn es große Sterne waren und sie sind explodiert, und da bleiben ja häufig Neutronensterne bei übrig, dass diese Neutronensterne umeinander kreisen und dadurch zu schwarzen Löchern verschmelzen. Das heißt, es bildet sich ein ganzer Neutronensternhaufen im Innern aus. Ja? Oder aber, dass große Sterne am Anfang, wir hatten ja schon mal die Rede von Population 3 Stern, den ersten Stern im Universum, 200 Millionen Jahre nach dem Urknall müssen die so aufgetaucht sein, dass diese Dinger bereits Kondensationskeime von mehreren 100 bis 1000 Sonnenmassen schweren schwarzen Löchern gemacht haben. Das heißt also, alles, was wir heute im Universum sehen, die schwarzen Löcher im Zentrum der Milchstraße, die Elemente im intergalaktischen Medium, die da hingekommen sein müssen früher, ja, die vielen blauen Zwerggalaxien bei Rotverschiebungen von 1 bis 2, als das Universum so vielleicht 2 Milliarden Jahre alt war, die ganze Sternentstehungsgeschichte unserer Milchstraße deutet an, dass das Universum früher wesentlich dramatischer, dynamischer und vor allen Dingen auch wesentlich heller gewesen ist. Die Sache mit dem es werde Licht, ja, das war nicht die Sache, dass der Urknall in die Welt kam und damit das Universum sich bildete, denn da war ja alles gleich hell. Es werde Licht waren die ersten Sterne, die im Universum aufgetaucht sind. Es war am Anfang unglaublich viel heller als heute. Und danach hat das Universum seine Möglichkeiten brutalst möglich, um es mal so zu sagen, ausgenutzt. Es wurde wahnsinnig viel Gas verbraucht und das in relativ kurzer Zeit. Und seitdem geht es in diesem Universum wirklich systematisch nach unten. Früher war wirklich alles besser und es zeigt sich hier eben dieser Satz, wenn man etwas bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten ausnutzt, dann geht's kaputt.